Diese Birke habe ich 2000 gesammelt, also mittlerweile vor 21 Jahren. Der Baum gefiel mir durch diesen stark ausgeprägten Stammansatz und diese Neigung im unteren Bereich. Der bestand ursprünglich aus 4 Stämmen, wobei ein Stamm hier war, da unten war einer, das war eigentlich der zweite starke, dann gingen hier oben noch welche weg. Die habe ich alle abgesägt. Der Baum ist mittlerweile komplett hohl, von oben bis unten. Das ist also alles, was da an Abschnitten war, ist ausgefault. Der Baum hat zunächst mal etwa 3 Jahre im Feld gestanden, wurde dann auch in eine Plastikschale gepflanzt und ist seit 2006 in dieser Tokoname-Schale. Insgesamt kommt mit Totholz gut zurecht? Ja, also ich habe viele Birken, die komplett hohl sind. Ich habe da keine Schwierigkeiten mit. Ich habe auch da nie Probleme drin gesehen. Ich finde das viel natürlicher, als wenn ich da jetzt anfange, versuche zu kaschieren, wo dann die großen Schnittstellen sind. Wenn ich so alte Sachen sammle, die haben nun mal große Schnittstellen. Und das fault von Baum zu Baum ein bisschen unterschiedlich, aber das fault eigentlich sehr gut aus, sodass man da gar nicht viel Arbeit mit hat. Und wenn das einmal so ist, dann habe ich überhaupt keine Arbeit damit. Da halte ich einmal im Jahr den Hochdruckreiniger rein und sprühe den Schlamm da raus. Oder spritze den raus, sprühen ist falsch. Dann fliegt der Dreck in der Gegend rum, aber ansonsten mache ich da nichts mit. Was ich wohl beim Birken mache, ich gehe auch mit dem Hochdruckreiniger und reinige die Birke, weil die manchmal so einen Algenbelag haben und dann werden die so grau, grün, dreckig. Dann gehe ich auch mit dem Hochdruckreiniger drüber, damit das Weiße wieder rauskommt, damit die schön sauber werden. Also gehst nicht mit Chemie dran, mit Algenentferner? Nein, nein, einfach Hochdruckreiniger voll drauf, voller Druck und im Winter natürlich. Ne? Ja, ja. Gießen ist kein Problem, die werden genau gegossen wie alle anderen auch. Brauchen auch nicht nennenswert mehr Wasser, also das ist nicht das Problem. Bei der Gestaltung macht eigentlich die Birke nicht die Arbeit, sondern die Trauerform. Wenn ich die in dieser Trauerform gestalte, müssen die Äste überhängend sein. Die wachsen in der natürlichen Form aber erstmal nach oben. Nur durch das Gewicht später bei Birken dann hängend. Wenn ich diese Trauerform haben will, heißt das für mich, ich muss jedes Jahr neu drahten, den feinen Trieb. Nicht die Stammäste, alles was stark ist, kein Problem, wenn die einmal stehen, stehen die. Aber durch diese Trauerform muss ich jedes Jahr einmal im Winter mir die vornehmen und brauche dafür jeden, sagen wir, für einen reiferen Baum, also 4-5 Stunden. Alten Draht runter, soweit der nicht schon im Sommer runtergemacht wird, und dann neu eindrahten. Also das ist, lässt sich nicht vermeiden. Aber man sieht ja jetzt bei deinen Pflanzen nicht unbedingt große Drahtspuren an den Bäumen. Bist du da so aktiv? Also ich versuche es. Es gibt auch Drahtspuren, gibt es schon. Aber ich versuche es tatsächlich zu vermeiden. Heißt natürlich, man muss bei Zeiten wieder runter machen. Aber ich mache den Draht selektiv runter. Ich drahte nicht den Baum komplett ab, sondern bei Birken gucke ich, wo fängt er an einzuwachsen. Und dann mache ich da einen Teil der Äste runter und ansonsten einen Teil der Drähte runter. Und ansonsten bleiben die drauf bis zum nächsten Herbst. Weil Drahten mache ich sowieso nur, wenn kein Laub drauf ist. Also mit Laub drahten tue ich mir nicht an. Also ist das eine Sache für den Herbst und Winter. Ansonsten sind bei der Birke keine Besonderheiten. Die macht halt durch die Drahterei mehr Arbeit als ein normaler Baum, wenn ich dann von Arbeit reden darf, in dem Fall. Viele scheuen Birken, da sie als Zicken gelten und einfach mal ohne Grund oder ohne ersichtlichen Grund ganze Astpartien abwerfen. Hast du ganz andere Erfahrungen mit den Bäumen gemacht? Nicht generell. Als ich angefangen habe, habe ich zu Anfang, das war in den 80er Jahren, erstmal auch, wie man es macht, kleine Bäumchen gesammelt und die zu Birkenbonsai entwickeln wollen. Und da ist mir dann tatsächlich ein Ast nach dem anderen abgestorben, bis zum Schluss nichts mehr übrig blieb und ich die Dinger wegschmeißen konnte. Dann habe ich irgendwann auf einer Halde mal eine große Birke gesehen, eine alte mit einem recht dicken Stamm schon, und habe gedacht, na, probier mal mit dem Ding. Die ließ sich erstaunlich gut sammeln und dann habe ich festgestellt, dieser alte Baum, der hat so gut wie keinen Ast verloren. Das habe ich dann, da habe ich weitere Bonsai gesammelt, Birkenbonsai, also Birken gesammelt und zum Bonsai entwickelt. Und dabei festgestellt, die alten Stämme, dass die wesentlich weniger Äste verlieren als junge. Ob das generell immer so ist. Also ich habe zumindest über viele Jahre mittlerweile Birken da,
und verliere zwar schon mal einen Ast, aber es ist nie so krass, dass ich deswegen einen Baum wegwerfen muss. Das kann ich immer wieder mit irgendwelchen neuen Ästen ausgleichen. Also das geht eigentlich ganz ordentlich. Und seitdem mache ich Birken. Du hast ja gesagt, dass du viele Bäume auf Halden findest und nicht eher in den Wald gehst. Wo liegt da der Unterschied? Also der Unterschied liegt darin, die Bäume, die im Wald gewachsen sind, die wachsen schlank, gerade hoch, keine Verjüngung im Stamm. Manchmal im unteren Bereich ein bisschen bewegt, aber in der Regel für mich uninteressant. Ich suche Bäume, die eine möglichst gute Verjüngung haben und eine kräftige, raue Borke im unteren Stammbereich aufweisen. So, und die gibt es auf Halden, vorzugsweise auf alten Industriehalden, Bergehalden oder so. Da, wo der Boden ganz schlecht ist oder stark mit Schwermetallen belastet ist, da am besten, wo noch nicht mal Gras wächst, da kommen am Rand dann so einzelne Birken hoch und die weisen alle eine super Borke auf. Und die kann man sammeln und die entwickeln sich dann auch gut zum Bonsai. Ne? Die sind häufig gar nicht mal so alt, aber sie sind für mich brauchbar. Ne? Wenn du die Birken ausgräbst, wie beginnst du mit dem Aufbau oder die Versorgung für die ersten Jahre? Also Birken pflanze ich generell erstmal ins Feld, wenn ich die gesammelt habe. Ich habe da in einem Jahr mal eine ganze Menge gesammelt und habe einen Teil in Plastikschalen gepflanzt und einen Teil ins Feld ausgepflanzt. Und die im Feld, die hatten einfach einen deutlich besseren Zuwachs. Also pflanze ich die mittlerweile auch alle ins Feld raus und die haben in der Regel keinen Ast. Das heißt, ich sammle nur Wurzelansatz und Stamm. Und die treiben dann am ganzen Stamm irgendwo Äste aus. Die selektiere ich dann und fange die im Feld schon an zu gestalten. Also ich kriege da rum und drahte die da auch schon. Und dann kann ich sehen, was dann von den Ästen zu brauchen ist. Ich habe dann teilweise schon bis 2 cm Zuwachs in einem Jahr, also 2 cm Stärke der Äste in einem Jahr. Solche Zuwächse gibt es dann im Feld. Das heißt, ich bin dann, je nachdem, wie die drauf sind, nach 2 oder 3 Jahren in der Lage, den Baum dann aus dem Feld erstmal in eine Trainingsschale zu pflanzen. Und ab dann geht es dann weiter. Dann hat der aber schon die Grundstruktur der Äste, die steht dann schon. Und die Feinarbeit, die erfolgt dann in der Schale. Wenn ich dann den feineren Ast aufbaue und so weiter. Aber die sind alle schon mal gedrahtet, sodass die keine geraden Äste haben, sondern die sind alle irgendwie krumm. Grad wirkt immer jung. Die müssen krumm sein, damit sie alt wirken. Wie gestaltest du das Laub der Birken? Gehst du da mehr in die Trauerform oder machst du da auch schon mal so ganz klassische Laubbaumaufbau? Ich habe in den Anfangsjahren diesen klassischen Laubbaumaufbau gemacht. Mittlerweile gestalte ich die aber eigentlich fast alle in dieser Trauerform. Zumindest in einer leicht trauernden Form, sage ich mal. Die sind nicht alle mit sehr langen trauernden Ästen. Das mache ich bei Trauerweiden zum Beispiel, damit man ein bisschen Unterschied noch sieht, die Birken nicht ganz so krass. Eigentlich ist das für mich auch dem natürlichen Habitus am nächsten. Also ich gestalte in der Regel die Sandbirke und die Sandbirken, die haben auch diese hängenden Äste. Das kann bei Moorbirken anders sein. Moorbirken, die haben diese gerade wachsenden Ästen. Also ich habe bis jetzt keine Moorbirke in meiner Sammlung. Aber die würde ich tatsächlich anders gestalten. Wie ist dein Düngeverhalten? Wie bei anderen Bäumen auch. Das heißt, ich mache in der Regel Flüssigdüngung. Alle 14 Tage gehe ich da mit Vuxal drüber. Mit 0,2% der Mischung. Dieses normale Vuxal mit 8% Stickstoffanteil. Und das ist für Birken eigentlich ausreichend. Bei anderen Bäumen gehe ich dann manchmal noch mit anderen Sachen zusätzlich mit ein bisschen organischem Dünger dazu. Birken kommen in der Regel damit völlig aus. Ne? Die sind eigentlich recht anspruchslos. Okay, Thema Pflanzenschutz. Wie sieht es da bei den Birken aus? Unproblematisch. Das Einzige, was ich da an Schädlingen schon mal festgestellt habe, sind Blattläuse. Und wenn die auftauchen, gut, dann spritze ich da was. Aber wirklich nur bei Befall. Ansonsten unternehme ich bei den Birken überhaupt nichts. Da habe ich keine Probleme damit. Die Birke, die habe ich auch vor 2 Jahren ins Feld gepflanzt. Die hat sich also direkt im ersten Jahr schon gut entwickelt, ist dann auch gedrahtet worden. Dann habe ich sie, weil ich gedacht habe, die darf durchaus noch etwas an Stärke zulegen bei den Ästen, noch mal ein Jahr länger im Feld gelassen.
dieses Frühjahr wieder gedrahtet, ist allerdings schon mittlerweile entdrahtet und habe jetzt angefangen, vor ein paar Wochen immer die stärksten Äste rauszuschneiden, weil die ansonsten hier im oberen Bereich schon zu grob wird. Das heißt, die kommt im nächsten Frühjahr in eine Schale und dann wird die Feingestaltung vorgenommen. Diese Birke ist eine, die ich am letzten gesammelt habe. 2019 habe ich die ausgegraben, 2019 im Herbst. Ich sammle übrigens die Birken lieber im Herbst als im Winter, als im Frühjahr, weil wenn ich die im Frühjahr pflanze, bei mir ins Feld pflanze, dann gibt es in dem Jahr nur noch Austrieb, aber kein Dickenwachstum mehr. Wenn ich die im Herbst pflanze, dann habe ich durchaus im ersten Jahr schon richtig gutes Dickenwachstum. Und deswegen 2019 gesammelt, dann hat die bis Frühjahr 2022, also zwei Vegetationsperioden im Garten gestanden, ist in diesem Frühjahr erstmal in diesen Plastikpott gekommen. Die war im Feld schon gestaltet. Also ich kriege dann da auf dem Boden rum und drahte die schon. Und jetzt ist die soweit, dass die jetzt in die Feingestaltung geht. Ich habe die deswegen auch noch komplett durchtreiben lassen, damit die Äste noch was stärker werden. Und werde die jetzt in den nächsten Jahren komplett aufbauen. Ich gehe mal davon aus, wenn ich jetzt noch ein oder zwei Jahre weiter bin, dann kriegt die eine passende Bonsai-Schale. Und dann kann die in ein paar Jahren durchaus gezeigt werden. Der Baum gefiel mir so gut, weil er eben einen wunderschön verjüngten Stamm hat, einen optisch alten Stamm. Wie alt der wirklich ist, weiß ich gar nicht, aber der wirkt alt und macht mir deswegen einen Heidenspaß. Und er ist nicht zu groß, ich muss mittlerweile an mein Alter denken. Die Sachen sollten dann auch immer noch handlich bleiben. Hier haben wir den Baum von diesem Jahr aus Augsburg, der den zweiten Platz gewonnen hat. Nochmal Gratulation dafür. Danke. Kannst du uns was darüber erzählen? Ja, der Baum stammt auch von einer dieser Sammeltouren in den Westerwald. 2009 habe ich den gesammelt. Ist dann auch ein paar Jahre im Feld gewesen, anschließend nach und nach Plastikpott und dann in diese Schale. Eine Schale von Peter Krebs. Der stammt aus einem Gebiet, wo also der Boden sehr stark belastet war auch. Und dementsprechend hat der gute Borke ausgebildet. Ich habe zu Anfang überlegt, welcher der stärkere Stamm werden soll. Das hat sich dann aber ziemlich schnell erledigt, weil der eine im unteren Bereich und nur im unteren Bereich ausgetrieben ist. Und habe ihn dann auch entsprechend so gepflanzt, wie er jetzt steht. Ursprünglich stand der etwas schief auf den Anfangsfotos. Das heißt, ich hatte den entsprechend im alten Wurzelansatz gepflanzt und dementsprechend stand der Hauptbaum leicht zur Seite geneigt, was nicht so gut aussah. Und ja, der Nebenstamm, der ist mittlerweile hohl. Dieser Stamm hier, der Hauptstamm, der ist ein Gutteil hohl, allerdings nicht ganz hohl, weil da immer Wasser drin steht. Der ist so gebogen, dass ich den nicht von oben bohren kann. Und deswegen kann das Wasser nicht abfließen und deswegen fault er auch nicht komplett so schnell aus. Weil immer da, wo Wasser steht, da fehlt der Sauerstoff. Ne? Da passiert so schnell mit dem Weiterfaulen nichts. Ne? Das heißt, du hilfst aber auch dann nach mit dem Wegfaulen, dass du sagst, du bohrst durch, wenn es möglich ist. Wenn es möglich ist, weil es dann schneller geht. Dann werden die schneller holen. Ne? Wenn da immer Wasser drin steht, ich habe einen anderen Baum, da steht seit 20 Jahren Wasser drin. Und der ist immer noch nicht ganz durchgefault. Aber ist auch nicht schlimm, ist auch egal. Nur ich finde, er wird ja auch leichter dadurch. Ist nicht schlecht, wenn der hohl ist. Der rechte Stamm, wenn du sagst, da ist der ja viel abgestorben. Das heißt, die Krone hast du komplett neu aufgebaut. Ja, das ist bei Birken generell so. Ich sammle immer nur die Stämme, die nackten Stammansätze. Und alles, was danach kommt, die ganzen Äste, die entwickeln sich bei mir im Feld. Und werden dann auch von Anfang an gestaltet. Dieser Baum stammt von der gleichen Sammeltour wie der zuletzt besprochene. Ist also auch 2009 gesammelt worden. Hat dann auch ein paar Jahre im Feld gestanden. Ist in die Schale gekommen. Ist mittlerweile komplett hohl. Also der ist von Anfang an sehr stark schnell ausgefault. Das Besondere bei dem Baum ist vielleicht die Schale. Man denkt wahrscheinlich, die Schale passt zu so einem Baum überhaupt nicht. Aber die Schale ist für mich ein ganz besonderes Stück. Die habe ich von dem Peter Krebs aus seiner Sammlung. Das ist ein Frühwerk aus seiner Gestaltung. Man wundert sich, wenn man so sieht, dass diese Art von Schale
wird man dem Peter Krebs so ohne weiteres gar nicht zusprechen. Man kennt eigentlich die Glasierten, aber ich finde, einmal, weil es so ein besonderes Stück ist, als er die Sammlung, seine Schalensammlung aufgelöst hat, durfte ich ihn erwerben. Ist für mich ganz wichtig. Und zum anderen eben, ich finde, die passt auch durchaus zu so einem Baum, zu dieser rauen Borke. Auch passt was Unglasiertes. Ich denke, das ist immer noch stimmig. Man kann da zwar der Meinung sein, da könnte eine andere Schale besser passen, aber mir gefällt es so ganz gut. Diese Birke habe ich 2011 gesammelt. Die hat dann einige Jahre im Feld gestanden. Anschließend ist sie vorübergehend für einige Jahre in so einem Plastikkübel, so als Trainingsschale gewesen. Und seit 2017 steht sie in dieser Schale von Kai Sperling. Die hat einen richtig guten flachen Ballen, hat allerdings ein Problem, dass die Wurzeln, die lebenden Wurzeln, nur auf einer Seite sind. Auf der rechten Seite, die also, nee, auf der, ja, auf der linken Seite von, die Wurzeln sind tot. Was lebt, ist der Bereich hier. Und deswegen steht der Baum auch falsch rum in der Schale. Eigentlich für meinen Geschmack müsste der auf der anderen Seite stehen, weil da der größte Freiraum unter dem untersten Ast ist. Deswegen hätte ich das lieber, dass der andersrum steht. Geht aber bei dem Baum nicht. Muss man Kompromisse machen. Das ist die Birke, die von meinen Birken die grobste Borke hat. Ich habe den auch damals ursprünglich 2010 schon gesehen. Haben damals nicht mitgenommen. Trotz der tollen Borke, weil ich dachte, ach, der ist zu groß, der ist zu dick. Kannst du eigentlich nichts mit anfangen. Bin dann ein Jahr später nochmal wieder dahin gekommen. Und bin ich von der anderen Seite an den Baum rangegangen und habe dann festgestellt, ach, da gibt es eine Stelle, wo du den kappen kannst, sodass also der Übergang vom dicken Stamm zu dem Bereich der Krone durchaus relativ harmonisch wirkt. Und dann habe ich ihn doch mitgenommen. So bin ich an den Baum gekommen.